So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffnen wir heute wieder ein paar Yu-Gi-Oh! Karten, weil mein Display ist noch nicht leer und ich möchte es ja endlich zum Abschluss bringen. Aber bei Yu-Gi-Oh! Ist es so wie bei Pokémon. Ich habe von den Karten überhaupt keine Ahnung. Da bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Da könnt ihr mir besser sagen, welche was wert sind, welche selten sind und, und. Dafür bedanke ich mich schon mal im Voraus und ihr postet mir bitte: Das ist eine seltene Karte, die ist was wert, oder, oder. Weil das ist wirklich eine Welt für sich. Pokémon und Yu-Gi-Oh! Finde ich. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich auch posten, wer sie sammelt, wer sie gut findet und. Das ist ja ganz klar. Würde mich auch interessieren, wie viele da draußen sind, die sich mit den Karten auskennen und eben sammeln. Das ist ja wichtig. Die mir ja natürlich dann auch weiterhelfen, welche Karte selten ist und was Wertvolles. Und wo ihr die dann günstig und bequem und vor allen Dingen sicher bestellen könnt, werde ich immer unter ein Video verlinken. Ein paar nette Motive sind dabei, wie ihr seht. Aber diesmal keine Glitzerkarten. Aber trotzdem können hier da ein paar dabei sein, die wertvoll sind. Na. Die glitzert so ein bisschen, aber glitzerhaftes hat das nicht zu tun. Die sieht ja auch spacey aus. Also wie gesagt, postet mir, wer sie sammelt, wer sie gut findet und. Würde mich echt interessieren. Und natürlich, wenn hier jetzt ein paar Karten bei gewesen sind, die selten sind, auf jeden Fall auch posten. Ich glaube, wieder nichts Glitzerhaftes. Aber nichtsdestotrotz, hiernach werde ich jetzt noch einen Booster öffnen. Weil dann ist meine Lieblingsvideozeit wieder vorbei. So, kommen wir nun zum letzten Yu-Gi-Oh! Booster für heute. Aber nur Yu-Gi-Oh! Oh, da ist was Glitzerhaftes. Da bin ich ja echt mal gespannt. Hier. Die sieht ja richtig cool aus. Ein schwarzer Drache auf silbernes Glitzerpapier oder silbernes Glitzereffekt. Die sieht richtig cool aus. Da könnt ihr mir auf jeden Fall posten, ob die selten ist, wertvoll ist und. Das würde mich echt interessieren. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Und das waren sie jetzt nun. Die Yu-Gi-Oh! Booster, die ich geöffnet habe. Ein paar habe ich noch drin in meinem Display, wie ihr seht. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.